in. Wie halten Sie es denn mit der Maske? Naja, taugt sie was oder taugt sie nichts? Jetzt ist, wenn zwei Ärzte zwei Meinungen haben, dann sage ich, beide haben recht. Man muss sich das einfach so anschauen. Die Maske ist effektiv. Da gibt es relativ gute Studiendaten dazu. Es ist gerade vor kurzem eine große Meta-Analyse publiziert worden im Canadian Family Physician. Und die hat gezeigt, die Maske reduziert das Infektionsrisiko um 17%. Gut, es wird doch darauf ankommen, nicht mal, wo sie getragen ist wird, doch, oder? Naja, das ist jetzt, also Maske tragen generell, die Studien sozusagen mal zusammengefasst. So, jetzt muss man also einen Schritt weitergehen. Und jetzt sind wir dabei, dass beide Recht haben. Sind wir im Krankenhaus oder sind wir im Supermarkt oder sind wir auf der Straße? Und wie ist die epidemiologische Situation? Also jetzt frage ich Sie sozusagen zurück, wie hoch ist denn das Risiko, dass Sie im Supermarkt jetzt einen infektiösen Corona-Patienten treffen, bei dem Sie sich überhaupt infizieren könnten? Sehr gering. Sagen wir 1 zu 10.000, nur um einfach mal eine Zahl in den Raum zu stellen. So, jetzt reduzieren Sie einen von 10.000. Das ist also 0,01%. Das reduzieren Sie jetzt durch die Maske um 17%. Also nehmen Sie 17% von 0,01%. Das ist 0,0013. Ja? Also ich würde das jetzt hier versuchen, weniger mathematisch auszudrücken, sonst bringt eigentlich nichts. Das ist null. Ja. Also das heißt, warum macht in der Situation hat die Maske überhaupt keinen Effekt. Ja, weil wir haben keine Corona-Fälle im Moment. Sie haben ja schon darauf hingewiesen, wir haben, also ich muss mich zurücknehmen, wir haben, natürlich haben wir einzelne Corona-Fälle, wir haben einzelne Corona-Fälle in Clustern, aber von den 90, die Sie in Graz haben, sind wahrscheinlich mindestens die Hälfte falsch positiv getestete. Das wir testen wie die Wahnsinnigen im Moment. Ja, wir machen einem nicht standardisierten Test. Wir haben Anfang Juli haben wir noch 6.000 Tests täglich gemacht. Inzwischen machen wir 15.000, 16.000 Tests täglich. Das heißt, wir haben die Testzahl mehr als verdoppelt. Und dadurch haben wir die Zahl der falsch positiven auch verdoppelt. Und das sind die ansteigenden Zahlen, die wir jetzt im Moment gerade sehen, die überhaupt gar nicht der realen Erkrankung entsprechen. Aber gut, jetzt muss man dann wirklich sagen, also ja, dann machen wir es konkret. Das heißt, was Sie sagen, ich versuche es zu übersetzen in Alltagssprache, ist, wir machen in einer Situation, in der wir eigentlich kein nennenswertes Infektionsgeschehen haben, eine Maßnahme, eine relativ weitgehende Maßnahme, die für sich auch nichts bringt. Das muss man jetzt nicht für besonders intelligent halten. Die etwas bringen würde, wenn wir tatsächlich ein Infektionsproblem hätten. Aber auch selbst wenn wir ein Infektionsproblem hätten, dann hätten wir sie ja trotzdem nicht in Supermärkten. Weil auch in der Zeit, dass jetzt keine Maskenpflicht galt, gibt es keine einzige nachgewiesene Infektion. Na ja, gut, das ist schwierig. Das können Sie ja so nicht sagen. Ja, da gibt es ja keine Studien dazu. Natürlich gibt es jetzt keinen nachgewiesenen Fall im Supermarkt. Aber wir haben sehr viele Fälle, wo wir nicht wissen, wo die Leute sich infiziert haben. Das könnte auch im Supermarkt gewesen sein. Also das wissen wir nicht. Ich würde nur sagen, im Moment ist das Risiko, sich im Supermarkt zu infizieren, nahe null. Und wenn Sie ein Risiko von null um 17% senken, dann sind Sie immer noch bei null.